So, und damit hallo und willkommen zurück hier bei uns auf der Ellerbach-Map. Und zwar, wie man sieht, ja, ich habe mich doch dazu entschlossen, dass man das Feld 110, glaube ich, ist. Müsste 110 sein, also direkt bei uns neben dem Hof, dass wir das jetzt mit die Rüben doch abernten. Und jetzt versuche ich hier halt mal über einen Schleichweg da runter zu kommen. Hier gibt es ja genügend Feldwege, dass wir nicht auf der Straße entlang fahren müssen, weil der Krautschläger vorne, der doch ziemlich groß ist, und da sind wir im Prinzip eigentlich doch mehr Verkehrshindernis. Deswegen fahren wir hier mal so über Umwege im Prinzip zu uns auf dem Hof. Und da wären wir auch schon angekommen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier am besten anfangen, weil der doch ziemlich groß ist. Wir uns gleich merken, ist vielleicht nicht die beste Idee hier irgendwo, wo es so eng ist oder so spitze Ecken hat, wie hier zum Beispiel, dass man da Rüben anpflanzt. Vielleicht hätten wir es doch mit dem Traktor ernten sollen oder so. Aber egal, jetzt machen wir es, kämpfen wir uns so durch. Klingt mal schön. Dann mal ein Stück zurück. Und dann müssen wir das Ganze, glaube ich, aufklappen. Und wenn er aufgeklappt ist, können wir loslegen, glaube ich. Mal gucken, so, jetzt geht's runter. Machen wir das einigermaßen gerade. Das Fahrzeug habe ich jetzt gemietet. Und das brauchen wir ja nur jetzt kurz hier in dem Bereich. Ich fange dann schon mal an, ernte das Ganze. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier den Helfer ein bisschen ernten lassen. Drum mache ich das da wegen Grad. Und dann, ach, der endet. Ne, rückwärts endet er nicht. Wir haben nur alles zusammen anscheinend. So, hier drüben waren wir ja noch nicht fertig. Drehen wir noch kurz eine Runde. Da haben wir ja das letzte Mal in der letzten Folge das Pflügen gehabt. Weil wir den REA-Mod aktiviert haben, also den habe ich jetzt immer noch aktiviert. Muss nur noch gucken, ob mit der Schaltung, erst einmal lasse ich es so. Das funktioniert ja soweit ganz gut. Schauen wir mal, was der Helfer hier drüben da macht. Und wir springen in unseren Deutz. Mal schnell umdrehen, dass wir jetzt letztes Mal stehen blieben. Die Anhänger ab und die Zuckerrüben, die werden wir dann verkaufen. So, der Helfer, der flärt noch ganz fleißig, das passt. Nur gucken, die Anhänger haben wir in der Garage, glaube ich, stehen lassen, ja. Schon mal den Ladewagen rum, und hier stehen die Anhänger. Das sollte man vielleicht passend hinfahren, weil sonst kriegen wir es nicht raus. Das ist mal, glaube ich, hinten irgendwo hängen geblieben.
zur Hälfte rumfährt, dann müsste er hier. Da fährt er durch die Gegend. Wäre natürlich jetzt cool, wenn er da stehen bleiben würde, aber das macht er nicht so, wie ich ihn kenne. Hallo, Kumpel. Halt. Was jetzt? Na, da ist daneben schmeißen. Jetzt sind wir da hinten schon mal voll. Dann warten wir noch, bis man hier vorne ein bisschen da rumdreht. Dann können wir nämlich gleich beide Anhänger verkaufen. Also unsere Zuckerrüben von beiden Anhängern verkaufen. Die Anhänger behalten wir schon noch ein bisschen. Und wo kriegen wir da den besten Preis dafür? Den kriegen wir 409 bei der Beibahn. Schauen wir mal, was da zum Schluss rauskommt. Weil die Miete für das Ganze, die beträgt glaube ich eine stolze Summe. Den haben wir hier. Ja, 25.000. Hoffen wir nicht, dass wir uns da noch irgendwo einen zweiten Acker mit Zuckerrüben suchen müssen. Ja gut, da wäre der 110er dann noch. Der ist im Wachstum. Die Zuckerrüben aus. Bringt uns ja nichts. 130 ist noch. Der wäre noch fertig, den könnten wir theoretisch auch machen. Schauen wir aber erst einmal, was wir hier an Gewinn einfahren oder an Ertrag kriegen. So, unser anderer Helfer, der wird irgendwo blockiert, oder? Hä? Der D müsste da drüben sein. Und der hat hier schon wieder was übrig lassen. Oh je, bis der anfährt. Eieiei, komm jetzt. Da switchen wir schnell rüber. Ach je. Ach je. So ist es, wenn man alles macht. Okay, Kumpel, pass auf. Den Flug, den sollte man am besten natürlich vom Acker runterstellen. Das mache ich mal in der Zwischenzeit. So, jetzt kann hier nämlich der Helfer wieder weiterarbeiten und wir fahren hier mal auf die Seite und sind ja fast voll. Deswegen fahre ich hier mal schnell zur Baywa zum Ausleeren und die Baywa, die ist doch lalala, oh je, ganz da oben. Ja, dann düsen wir da mal hin. Schauen wir mal, ob wir den Weg schon einigermaßen finden. Und was uns das Ganze dann bringt.
So, da wären wir auch schon. Schießen wir hier nur kurz rein. Und dann haben wir drüben. Nein, da wären wir ja schon gewesen. Eieiei. Müssen wir halt noch mit dem Kreis fahren. Kommt noch einer. Der muss halt kurz warten hier. Ja. Hab auch eine Hube. So. Jetzt hier können wir doch abkippen. Überladen starten. 448 haben wir gehabt. Von den ersten Wagen haben wir jetzt 5000 Ante gehabt. Den zweiten müsste es dann ein bisschen mehr sein. Also 8500. Wahrscheinlich hat jetzt auch der Helfer, ist gerade dran gestanden, hat die Arbeit beendet. Das müsste dann der mit unseren Zuckerrüben gewesen sein, weil der andere hat normal schon noch ein bisschen was zu tun. Fahren wir auf jeden Fall mal zurück, lernen den aus. Und dann werden wir uns doch mal, glaube ich, das andere Feld vorknüpfen, weil ansonsten kommen wir da etwas ins Minus mit unserem Plan hier, das Fahrzeug zu mieten. Sonst hätten wir es wahrscheinlich mit dem Traktor machen müssen. Aber das haben wir ja mit der Arbeitsbreite, glaube ich, 5,40 Meter hat der. Haben wir das ja relativ zügig abgehandelt. So, jetzt sind wir umgestiegen. Jetzt sitzen wir hier in unserem Holmer. Und werden noch das letzte bisschen hier von Hand abernten, was unser Helfer übrig gelassen hat. Aber das sollte ja nicht allzu viel sein. Auf jeden Fall schon auf das andere Feld übergehen. Wirklich ein mächtiges Gerät. Ganz sehr, also. So, den haben wir leer. Dann fahren wir uns Robert ein. Und rüber zum Feld 130, was glaube ich. Das andere drüben, genau. Brauchen uns noch. Die Felder sind relativ günstig, muss ich sagen. Also gut, kommt auf die Größe an, aber es sieht schon relativ groß aus, das Feld. Weiß ist nicht gern gesehen, aber wir kommen da vorne wahrscheinlich nicht durch. Deswegen müssen wir da über die Wiese fahren.
Hier ist unser Helfer ganz fleißig. Wieso parkt er das Auto? Aber ist ganz gut. Dann können wir nämlich hier durch das Feld fahren, wo wir nun nicht angesehen haben. Und sie hier vom Ertrag her müsste ja dann so hinausgehen, dass wir doch ein paar Euro plus machen. Oder zumindest relativ auf Null rauskommen. Fahren wir jetzt da mal hinter. Ah, da ist ein Zaun dran. Das ist schon wirklich etwas mies gemacht. Muss ich zugeben, also gerade hier die Geschichten. Weil der Zaun ist natürlich im Weg. Müssen wir bei den Feldern ein bisschen Vorarbeit leisten. Dass unser Helfer da auch richtig durchfahren kann. Machen wir jetzt einfach einmal das so. Also fährt sie der da fest. So, und da vorne fährt unser Helfer spazieren und endet unsere Rüben ab. Ich muss zum Beispiel das schon auch mal zeigen. Moment. Also gerade, also der Detailgrad, dass man hier an dem Stromverteilerhäuschen oder was es ist, dann noch Graffiti mit dran hat. Das spricht halt schon ein bisschen dafür, dass die Ersteller der Map, dass sie sich schon wirklich, also echt sehr viel Arbeit gemacht haben mit der. Aber sehr viel Arbeit macht sich unser Helfer da nicht, oder? Was? Eieiei, was macht denn der zum? Da hier hinten das andere Feld angeht. Okay. Alles klar, hab verstanden. So, schauen wir mal, ob wir da hinten wo umdrehen können. Ja, dass wir da jetzt verkehrt rum reingefahren sind. Aber mit den Anhänger umdrehen ist halt doch nicht ganz so einfach. Aber irgendwo wird schon eine freie Stelle kommen. Können wir doch reinfahren oder umdrehen, das ist doch perfekt. Nur mal weit genug ausholen, dass man dann auch mit dem Hintern anhängen oder rumkommt. Jetzt gibt es da ein wenig ein Problemchen. So. Das haben wir doch schön gemacht, oder? Ups, da blinkt man, aber wo blinkt man denn hin? Ist auf jeden Fall unser Helfer und nee, der wartet noch nicht. Aber der könnte uns schon mal einladen. Weil wirklich, ich meine, der Traktor hier ist ein Riesengerät, aber wenn wir uns so den Rübenernter anschauen, der macht mir noch kaputt. Jetzt warte mal. Billige Schnürschuh. Denn wir machen jetzt hier schnell leer.
Ups. Ui. Machen wir unseren ganzen Traktor kaputt. Weil dann können wir das in der Zwischenzeit schon mal wegfahren. Schon ziemlich was mit weggebracht. Fahren wir hier eine kurze Spur durch und eine zurück und dann haben wir nämlich die ganzen Ansätze nicht von ihm. Und er dann nämlich sauber umdrehen. Wahnsinn, die Maschinen vorne mit der Knicklenkung. So. Oder soll man dann eine Bahn durchziehen? Ich glaube, eine Bahn wird er noch brauchen. Kurz, das nehmen wir auch noch mit. Genau so soll es nämlich reichen, theoretisch. Schön ausbuddeln die Rüben. So. Was mitgenommen. Jetzt so, mein Freund, dann fahr zu und das war die verkehrte Richtung. Und wir fahren die Ladung gleich mal wieder weg. So, den ersten Hänger haben wir fast leer. Und dann geht auch unser Kontostand schon wieder ein bisschen nach oben. Vor dem. Das sind halt auch ganz schön weite Strecken bis hier zu der Baywa hoch. Also da ist man schon ein ganzes Stück unterwegs. Aber es geht ja noch. Also es ist keine Vierfachkarte nicht. Wer schon mal auf einer Vierfachkarte gespielt hat, der weiß, dass man solche Touren dann am besten mit dem LKW fährt oder so. Hat ja ganz schön vorkommen, dass man da wirklich einmal eine ganze Zeit lang auf der Straße verbringt. Aber hier ist es ja noch relativ überschaubar. Ich denke, mein LKW wird man es früher oder später auch zulegen müssen.
Weiß ich aber nur nicht, ob wir es jetzt hier in dem Spielstand machen. Oder steht ja dann noch die Geiselsberg offen. Die möchte mir ja auch noch anschauen. Und auf der hätte ich dann nämlich mit dem Season Spot weitergemacht. Wenn wir hier jetzt dann ein bisschen was erwirtschaftet haben. Aber jetzt müssen wir schon mal hier ansehen und dann ein bisschen ausprobieren, ob die BGA hier auch so funktioniert vielleicht. Und vielleicht ein wenig Forstwirtschaft, wenn sich so die Wälder hier schon alle so anbieten. Könnten wir auch noch machen. Ja, wunderbar, der kommt ja gut voran. Schauen wir mal, wie es da hinten aussieht, was er da alles stehen lässt. Da ist es nicht viel, beziehungsweise ist es haben wir, glaube ich, vorhin sogar stehen lassen. Aber ja, gut, ein bisschen was lässt er übrig. Aber muss man halt vier Spuren, oben haben wir, glaube ich, drei gemacht. Ja, oder drei Spuren sollte man dann halt zur Seite frei machen, dass er dann, oder vorne und hinten, dass er bequem umdrehen kann. Ja, da sieht man es, da reicht der Platz nicht ganz nach hinten aus. Wunderbar, ich würde sagen, ich ernte hier mit dem Kollegen noch kurz das Feld ab und in der nächsten Folge machen wir dann weiter, wenn wir hier schauen, dass wir die Felder alle ansehen und was es sonst noch so alles zu entdecken gibt. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!